Kaum ein Verhältnis ist so persönlich, so privat wie das zwischen Psychotherapeut und Patient. Hier zeigen Menschen ihre Schwächen, sie reden detailliert über ihre Ängste und über traumatisierende Erlebnisse. Und sie machen sich verletzlich. Bei einer Online-Therapie hingegen sehen sich Therapeut und Patient niemals persönlich. Sie kommunizieren ausschließlich per Tastatur miteinander. Das klingt für viele Menschen befremdlich, distanziert und unpersönlich. Für Patienten wie Dirk Taubert, die akute Hilfe benötigen, bieten Online-Therapien jedoch einen handfesten Vorteil. Es gibt keine Wartezeiten. Weil ich damals, nervlich, seelisch ein bisschen am Boden war. So weit am Boden, dass ich dort einen Gedanken hatte, mir das Leben zu nehmen. Dort auf der Suche war in meinem Ort nach psychologischer Unterstützung, wo ich dort eben Wartezeiten bis zu einem Dreivierteljahr hinnehmen musste. Ein persönlicher Berater leitet die Nutzer an und ist jeden Tag für sie ansprechbar. Die Patienten setzen sich Ziele, sie stellen sich kleine Aufgaben und definieren Hürden, die sie überwinden wollen. Beim Therapeuten hat man bloß einen Termin in der Woche. Bei der Online-Therapie kann man sagen, durchs Internet- oder Computerzeitalter hatte ich dort jederzeit Zugriff auf diese Daten, konnte dort immer wieder zurückblättern. Persönliche Therapiegespräche sind so flüchtig wie jede andere Unterhaltung auch. Die Schriftform der Online-Therapie erlaubt den Patienten hingegen ein Zurückblättern, ein Nachschlagen in den eigenen Gedanken und Erkenntnissen. Das Therapiegespräch wird durchsuchbar. Vielen Patienten hilft das, ebenso wie die Anonymität der Internettherapie. Seit knapp 7 Jahren betreut David Ebert das Therapieprogramm Gesundheitstraining Online an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ob Stressbewältigung, Depressionen oder Panikattacken, seine Online-Kurse sollen Menschen dabei helfen, sich unter der Anleitung von ausgebildeten Therapeuten von ihren Beschwerden zu befreien. Die übliche Reaktion auf Eberts Programme? Skepsis. Manchmal haben Leute, mit denen ich mich unterhalte und die noch nicht so ein Programm erlebt haben, so eine Vorstellung, dass da so ein automatischer Therapieroboter da ist, wie so eine automatische Stimme, die dann mit mir Therapie macht, statt einem Psychotherapeuten. Und darum geht es gar nicht. Doch diese Skepsis hat auch ihr Gutes. Sie bewahrt die Patienten davor, die Therapie mit zu großen Hoffnungen und Erwartungen zu überfrachten, wie es bei Offline-Behandlungen oft geschieht. In der psychotherapeutischen Praxis ist es oft so, dass Leute zum Therapeuten kommen und irgendwo eine Vorstellung haben, ja, jetzt werde ich gesund gemacht, wie ich gehe zum Arzt und ich bekomme eine Pille und dann geht es mir wieder besser. Mehrere Studien weisen nach, dass die Behandlung im Netz sehr gut funktioniert. In Schweden, in Großbritannien und in den Niederlanden ist die Online-Therapie darum bereits fest im Gesundheitssystem verankert. Dass das Internet als Medium in der Debatte so im Mittelpunkt steht, findet Ebert allerdings irreführend. Letztendlich ist das nicht das Entscheidende bei solchen Programmen, sondern im Wesentlichen ist die Grundidee, dass bewährte, langjährig bewährte psychologisch-psychotherapeutische Methoden so aufbereitet werden, dass Betroffene lernen, damit selbstständig ihre Stimmung zu verbessern oder Probleme zu bewältigen. Und trotz aller nachgewiesenen Erfolge. Die persönliche Therapie dürfte von der Online-Betreuung kaum verdrängt werden, meint die Therapeutin Eva Schweizer-Köhn. Die Live-Therapie oder die Face-to-Face-Therapie ist auf keinen Fall zu ersetzen. Was eben das Wesentliche daran ist, ist der unmittelbare Kontakt. Also sich unmittelbar gegenüber zu sitzen, unmittelbar aufeinander reagieren zu können, sich die Hand geben zu können. Ja, so, also einfach der unmittelbare Kontakt. Mimik, Gestik, Zwischentöne, all das fehlt in einer reinen Schriftkommunikation. Das führt oft zu Missverständnissen. Außerdem, nicht jeder ist in der Lage, seine Gedanken geordnet und reflektiert in einen Text zu gießen. Der Nutzerkreis ist also eingeschränkt. Trotz alledem, Dirk Taubert hat die Online-Therapie in einer schwierigen Lebensphase weitergeholfen. Und vieles spricht dafür, dass Therapien per Tastatur bald schon etwas völlig Normales sein werden.